Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe wieder die 5 nächsten gelesenen Bücher für euch mitgebracht, beziehungsweise sind es diesmal sogar 6 gelesenen Bücher, weil ich noch ein Bilderbuch oben drauf gepackt habe. Aber ihr wisst ja, Comics, Graphic Novels und Bilderbücher werden ja immer ein bisschen extra von mir behandelt. Sie kommen halt immer auf meine 5 gelesenen Bücher oben drauf und deswegen sind es insgesamt 6 gelesene Bücher. In diesem Stapel ist ein Jahreshighlight mit dabei und eine, ich würde nicht sagen Enttäuschung, aber ein Buch, wo ich tatsächlich mehr erwartet hätte. Aber ich würde sagen, das könnt ihr jetzt gleich sehen und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei diesem Video und legen wir los. Ich denke, ich fange an mit dem Buch, wo ich mir am meisten davon versprochen habe. Und zwar aus vielerlei Hinsicht. Und zwar zum einen, weil ich schon ein Buch von dem Autorin gelesen habe, was mir bis auf das Ende wirklich sehr positiv überrascht hat. Und ich dachte, dass die Bücher alle sehr, sehr ähnlich geschrieben sind. Und zum anderen, weil dieses Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 standen. Ich habe dieses Buch zusammen mit der lieben Caro von Caros Bücher gelesen. Ich verlinke euch ihren Kanal gerne nochmal unten in der Infobox. Und mir ging es beim Lesen sehr, sehr ähnlich. Und zwar handelt es sich um das Buch Der letzte Satz von Robert Seethaler aus dem Hansa Verlag. Dieses Buch ist am 3.8.2020 erschienen und hat insgesamt 126 Seiten und war, wie gesagt, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2020. In diesem Buch gibt uns Gustav Mahler, der Komponist, einen Rückblick auf sein Leben. Er befindet sich auf seiner letzten Seefahrt und schwelgt in so ziemlich jede Erinnerung, die ihm vielleicht so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wo er Fehler gemacht hat, die ihn emotional berührt haben. Also er reflektiert eigentlich sein komplettes Leben auf dieser Seefahrt und diesen 126 Seiten. Ich habe mich beim Lesen gefragt, was dieses Buch mir sagen möchte. Warum dieses Buch nominiert war für den Deutschen Buchpreis 2020. Ich kann mir diese Fragen tatsächlich nicht beantworten. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Es ist kein gutes Buch und auch kein schlechtes Buch. Aber vielleicht habe ich auch den Sinn dieses Buches einfach nicht erkannt. Vielleicht habe ich es zum falschen Zeitpunkt gelesen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe von Robert Seethaler bereits Der Trafikant gelesen und war bis auf das Ende tatsächlich sehr, sehr überzeugt von diesem Autor. Und dachte, dass man in seinen Büchern vielleicht immer sehr, sehr ähnliche Themen findet, beziehungsweise vom Niveau her ähnliche Bücher. Vom Schreiben her war es tatsächlich ein typischer Seethaler, gar keine Frage, aber ich weiß auch nicht. Ich werde einfach nicht warm mit diesem Buch, weil ich, wie gesagt, mich gefragt habe, was mir der Autor mit diesem Buch sagen möchte. Hinzu kommt natürlich auch, dass ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, wie das Leben von Gustav Mahler war, beziehungsweise mit seiner Musik beschäftigt habe. Vielleicht ist das der Fehler, dass ich dieses Buch verkannt habe und die wirkliche Bedeutung dieses Buches nicht erkennen konnte und aus dem Grund für mich es kein gutes und auch kein schlechtes Buch war. Vielleicht kann mir der ein oder andere sagen, wie er es empfunden hat, wenn er das Buch schon gelesen hat. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da einen Austausch gehen könnten. Und zu meinem ersten Buch. Ich finde es immer wieder interessant, sich mit Themen auseinanderzusetzen, welche unsere Gesellschaft an den Rand ihrer Existenz bringen, also quasi Endzeitstimmungen herbeirufen. Und genauso ein Thema behandelt das Buch Blackout von Mark Ellsberg aus dem Blanc Valley Verlag.
Dieses Buch ist am 19. März 2012 erschienen und hat knapp 800 Seiten. In Blackout wird ja das Endzeit-Szenario thematisiert, wo in Gesamteuropa der Strom ausfällt. Am Anfang ja funktionieren noch die ein oder anderen Generatoren und ja, man denkt, man schafft diesen Stromausfall in 2 bis 3 Tagen aus der Welt. Aber es dauert doch, wie vermutet, etwas länger und Europa muss zusehen, wie sie ohne Strom klarkommt. Wir begleiten hier den Hacker, jetzt habe ich den Namen vergessen, Manzano, welcher den Ursachen des Stromausfalls auf die Schliche kommt und versucht es nun den entsprechenden Behörden ja bekannt zu geben bzw. mitzuteilen und gerät dabei ja ins Visier dieser Behörden und muss zusehen, dass er nicht selber unter Tatverdacht besteht. Wie gesagt, ich finde es immer wieder spannend, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und ich finde, dass Mark Ellsberg es hier tatsächlich geschafft hat, ein ja, Page-Turner zu schreiben, wo man nur so an den Seiten klebt und gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Wie die Menschen damit umgehen, dass auf einmal kein Strom mehr existiert, dass man kein Klo mehr benutzen kann, dass man kein fließendes Wasser mehr hat, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert oder auch, dass man nicht mehr tanken kann. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber auch, ich finde es auch spannend, auch wenn ich es nicht unbedingt benötigt hätte, wie die Politik damit umgeht und wie mit der Situation europaweit umgegangen wird. Und auch wenn dieses Buch in der Mitte tatsächlich die ein oder andere Länge hat und man das Gefühl hat, 100 Seiten weniger hätten dem Buch tatsächlich nicht geschadet, fand ich dieses Buch dennoch sehr, sehr spannend. Ich finde es einfach, ja, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einem vielleicht selber auch Angst macht und wo man denkt, ah, was würdest du denn in dieser Situation machen? Immer wieder interessant und ich finde auch diese Fragestellung, was dann mit uns Menschen passiert, dass wir wieder in unsere Urinstinkte zurückkommen, dass wir wieder zusehen, dass wir existieren und uns auf das Wesentliche ein Stück weit beschränken. Das heißt, dass es hier tatsächlich um das nackte Überleben geht, weil ja zum Beispiel auch keine Krankenhäuser irgendwann mehr funktionieren. Die Notstromgeneratoren funktionieren ja auch nur ein Stück weit, also beziehungsweise sozusagen Diesel in den Motoren drin ist und ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wenn euch solche Endzeitszenarien ebenfalls interessieren, dann finde ich, schaut euch mal Blackout an. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Roman, den hier Mark Ellsberg geschrieben hat. Sicherlich muss man hier sagen, dass, wie man hier auch sieht, ich habe mir keinerlei Markierungen gemacht, dass es sprachlich natürlich jetzt keine Sätze gibt, wo man sagt, okay, der ist jetzt sprachlich so gewandt, den muss ich mir jetzt markieren, aber hier geht es tatsächlich um die Aufbereitung des Themas, wie wird mit dem Menschen umgegangen und man muss ja ein Stück weit auch dranbleiben und das sprachliche Niveau ist dann natürlich nicht so ausgeprägt wie in manch anderen Roman. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich finde so ein Buch zwischendurch finde ich sehr, sehr angenehm und einfach mal ein absoluter Page-Turner zu lesen, macht das Lesevergnügen eigentlich nur auch am Ende nur noch rund. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch jetzt zeigen möchte, habe ich euch bereits in 2 separaten Videos vorgestellt und deswegen möchte ich gar nicht so genau auf diese Bücher eingehen und wenn ihr da meine genaue Meinung dazu wissen möchtet, schaut einfach gerne mal in die Videos hinein. Und zwar handelt es sich zum einen um Jahresringe von Andreas Wagner aus dem Trömer-Knauer Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 252 Seiten und ist am 1. September 2020 erschienen und dieses Buch habe ich freundlicherweise vom Verlag zugeschickt bekommen und möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich bedanken. In Jahresringen begegnen wir Leonore, welche als junges Mädchen ihre Heimat von einem Tag auf den anderen verlassen muss. Sie verliert dabei nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre komplette Familie
und begegnet auf ihrer Flucht irgendwann in einem Dorf zwischen Aachen und Köln einen sehr, sehr freundlichen Bäcker, welches sie in ihrer Familie aufnimmt und ihr damit ein neues Zuhause gibt. In dem Laufe der Zeit wird in diesem neuen Dorf oder in ihrem neuen Zuhause auch ihr Sohn Paul und ihre Enkelkinder geboren. Und wir haben hier tatsächlich einen Generationsroman. Also wir haben hier die Sicht von Leonore, von Paul und den Enkelkindern. Und mir hat dieses Buch wirklich gut gefallen. Ich mochte den ersten Teil besonders, weil er mich sprachlich einfach so abgeholt hat und ich die sprachliche Beschreibung des Waldes so gelungen fand. Und als Debütroman ist dieser Roman tatsächlich ein Buch, welches ich euch nur empfehlen kann und euch empfehlen kann, euch mal anzugucken, ob dieses Buch etwas für euch ist. Und schaut einfach mal in das Video hinein, was ich zu diesem Buch gedreht habe. Und vielleicht ist es ja was für euch. Ich kann es euch tatsächlich nur empfehlen. Das zweite Buch, welches ich euch bereits in einem separaten Video vorgestellt habe, ist für mich auch jetzt nach einiger Zeit immer noch ein Jahreshighlight. Und es gehört definitiv zu den Jahreshighlights 2020. Und zwar handelt es sich um Kafka und Verlies von der Autorin Unter Hörner aus dem Ebersbach Verlag. Dieses Buch ist am 21. August 2017 erschienen und hat insgesamt 336 Seiten. 1912 lernen Felix Bauer und Franz Kafka sich bei einem Dinner von Freunden kennen. Aus diesem Dinner entsteht eine jahrelange Brieffreundschaft und am Ende auch eine Liebe zwischen diesen beiden. Unter Hörner verarbeitet hier den Briefwechsel von Felix Bauer und Franz Kafka und zeigt uns Franz Kafka von einer anderen Seite, einer Seite, die uns vielleicht ein Stück weit auch unangenehm ist, aber auch eine Felice Bauer, welche eine selbstbewusste Frau ist und vor allen Dingen in den Anfängen des 20. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit ist. Ich finde dieses Buch sprachlich einfach so gelungen und auch die Verflechtung dieser Briefwechsel in diesem Roman finde ich so gut gelungen, dass dieses Buch einfach für mich zu den Jahreshighlights 2020 gehört. Wenn ihr nochmal meine genaue Meinung zu diesem Buch hören möchtet, dann schaut doch gerne nochmal in das Video hinein. Ich kann euch dieses Buch nur empfehlen zu lesen. Mir hat es absolute Freude bereitet, dass ich diesen Roman für mich entdecken konnte. Ich finde es immer wieder schön, wenn Bücher auf andere Bücher zeigen, sei es weil die Bücher genannt werden oder einfach nur, weil sie ein bestimmtes Wort erwähnt haben und man sofort ein Buch in den Sinn kommt und dadurch Buchketten einfach gebildet werden. Ich finde es wunderbar, wenn man sich wirklich so eigentlich auch durch seinen Sub lesen könnte. Und in Kafka und Verlies waren die zwei Wörtchen Berliner Charité erwähnt worden und dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass ich tatsächlich noch ein Buch habe, was sich um die Charité dreht, und zwar Die Spionen der Charité von Christian Haringhaus aus dem Europa Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 240 Seiten und ist am 2. Januar 2019 erschienen. In Die Spionen der Charité wird uns die Widerstandsgruppe der Donnerstagsclub um den Chefarzt Ferdinand Sauerbruch näher gebracht. Die Geschichte wird uns von der Protagonistin Lilly erzählt, die ihre Geschichte, ihre ganz persönliche Geschichte einem amerikanischen Journalisten erzählt. Das heißt, wir haben hier immer wieder Rückblicke und wir kriegen immer wieder weitere Fakten erzählt von dieser Widerstandsgruppe. Ich finde es immer wieder schön, aber das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, wenn uns Geschichten, die uns erzählt werden, auch tatsächliche Erlebnisse und geschichtliche Fakten näher bringen. Und ich finde, das macht dieses Buch wirklich auf sehr, sehr angenehme Art und Weise. Und ich fand, dass Haringhaus hier einen Roman geschaffen hat, der auch diesen Widerstand nochmal in den in
den Widerstand gegen die NS-Regierung, gegen Widerstand gegen Gräueltaten einfach nochmal Raum gibt, dass er erzählt wird. Und ich finde, dass dafür gar nicht genug Raum geben sollte. Und ich finde, dass Hardinghaus hier tatsächlich einen Beitrag geleistet hat und auf sehr, sehr angenehme Art und Weise. Denn diese Geschichte wird so angenehm erzählt, dass man manchmal das Gefühl hatte, dass sie tatsächlich nicht passiert ist. Aber man muss sich hier immer wieder vor Augen führen, dass diese Widerstandsgruppe des Donnerstagsclubs tatsächlich existiert hat. Und ich finde es einfach schön, wenn Bücher uns geschichtliche Fakten nochmal in eine Geschichte oder in einen Roman zusammenfassen und wir so nochmal eine ganze Menge lernen dürfen und uns in Erinnerung rufen können. Was hier ein bisschen schwierig ist, dass der Schreibstil manchmal etwas holprig ist, manchmal etwas sachlich ist. Aber ich finde, das tut der Geschichte gar nicht das schadet der Geschichte gar nicht. Man kann das ein oder andere Mal doch drüber hinweglesen. Aber mir ist es das ein oder andere Mal einfach aufgefallen, dass wir hier Sätze haben, die sehr nüchtern formuliert sind, die sehr, einfach sachlich ist. Ich glaube, dass Christian Hardinghaus tatsächlich ein Autor ist, der, glaube ich, eher mehr Sachbücher schreibt und daher dieser sachliche Ausdruck manchmal zustande kommt. Was mir nur aufgefallen ist, aber mich tatsächlich nicht gestört hat. Vielleicht, wenn das dem einen oder anderen stören würde, würde ich hier empfehlen, nochmal die Leseprobe vorher zu lesen, dann kann man sich nochmal einen Eindruck machen. Mir persönlich hat dieses Buch wirklich gut gefallen und es hat einfach eine wunderbare Kette mit dem Buch Kafka und Verlies gebildet, auch wenn sie ein Stück weit einfach sehr, sehr weit auseinander liegen. Ich habe dieses Buch ja auf der Leipziger Buchmesse 2019 entdeckt und bin jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass ich es gelesen habe, dass es Christian Hardinghaus entdecken konnte für mich. Ich schaue jetzt auch immer noch mal nach, ob ich seine Sachbücher, die er geschrieben hat, bekomme, beziehungsweise mir auch noch mal zulege, ob man gebraucht oder neu, spielt eigentlich keine Rolle. Und ich bin gespannt, was der Autor für mich noch bereithält. Und das hier hat mich definitiv überzeugt und ich kann euch es definitiv nur empfehlen. Somit bleibt mir jetzt euch nur noch das Bilderbuch zu zeigen. Ich würde es diesmal tatsächlich, ich würde es einfach mal als Bilderbuch bezeichnen, einfach weil ich denke, dass dieses Buch eher für Kinder geschrieben worden ist und was auch völlig okay ist und völlig in Ordnung und seine Berechtigung hat. Und ihr euch natürlich jetzt fragt, warum ich mir dieses Buch zugelegt habe. Aber wenn ich euch gleich die Illustratorin nenne, dann dann wundert euch nichts mehr sozusagen. Und zwar habe ich mir Wenn die Jahreszeiten träumen von Heidi Ji, wenn man sie ausspricht, und der Illustratorin Lisa Asiato zugelegt. Dieses Buch hat insgesamt 32 Seiten, ist aus dem Atrium Verlag und ist am 21. Februar 2020 erschienen. In diesem wunderbaren Bilderbuch wird uns die Geschichte der Jahreszeiten erzählt, wie die Jahreszeiten vom Winter in den Frühling übergeht und von dem Frühling in den Sommer und von dem Sommer in den Herbst erzählt. Es ist eine wunderbare Kindergeschichte, die gerade die Jahreszeiten lernen bzw. sich mit den Jahreszeiten auseinandersetzen. Die Texte, die wir hier drinnen finden, sind wunderbar. Sie sind kurz, also gut zum Vorlesen und so, dass Kinder sich damit gut auseinandersetzen können. Und die Illustrationen sind einfach wunderbar. Und ich komme bei Lisa Asiato einfach nur ins Träumen. Und ich liebe ihre Illustrationen einfach
so sehr, dass ich mir wahrscheinlich jedes Buch von ihr zulegen werde. Und somit ist auch Wenn die Jahreszeiten träumen bei mir eingezogen. Ich weiß, dass so ein Buch als Erwachsener natürlich sehr, sehr schnell gelesen ist. Und ich nehme mir dafür auch immer besonders viel Zeit, gerade weil es einfach so schnell weggelesen ist. Aber ich finde es immer wieder schön, sich einfach mal hinzusetzen an den Tisch oder in den Sessel und diese Illustration sich anzuschauen und dann ein, zwei Stunden, ja, so ein bisschen sich als Erwachsener ebenfalls wegträumen zu können. Schaut euch einfach mal die Illustratorin Lisa Aisato an und vielleicht mögt ihr sie ja ebenfalls so wie ich. Ich kann euch auch dieses Buch empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Freude geschenkt, sehr zwei Stunden, ja, voller Entzückung diese Illustrationen. Und ich weiß, dass 14 Euro jetzt nicht besonders günstig sind für 32 Seiten, aber für mich lohnt es sich immer wieder, ihre Illustrationen entdecken zu können. Somit sind wir auch, ja, am Ende angelangt. Ich habe euch wieder meine 5 gelesenen Bücher vorgestellt und ein Bilderbuch dazu. Wenn ihr eins dieser Bücher kennt, würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren, wie ihr es empfunden habt, was eure Meinung einfach dazu ist und was ihr so in letzter Zeit gelesen habt, würde mich natürlich ebenfalls sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden. Bis dahin, tschüss!